vom optischen Zittern zur optischen Ruhe. Manchmal ist das Herzklopfen noch da. Aber ich weiss noch gut, mal die allererste Radiosendung bei einem kleinen Sender. Und meine Hände haben wirklich, also die haben zittert. Und ich habe auf gut Deutsch, muss es so direkt sagen, ich habe es voll verkackt. Herzlich willkommen zum mittlerweile 54. Digitalk. Nach einer kleinen Pause, umstandsbedingt der aktuellen Lage, haben wir heute wieder einmal einen Gast bei uns im Studio hier in der DigiCube, und zwar der Marcel Juhn, ein Kommunikationsspezialist. Für dich ist das in dem Sinn kein Problem da. Ich bin gespannt auf das Gespräch. Und vielleicht ja, sagst du ein paar Sachen zu dir noch, ja, was du heute machst und wie du dort gelandet bist, wo du heute bist. Das ist eine riesige Geschichte, natürlich ein riesiger Kuchen. Ich tue mal ein kleines Stückchen davon präsentieren. Mein Werdegang ist Journalismus. Ich habe mal ganz wenig Fernsehen gemacht, für die Zeitung geschrieben, ein Magazin geschrieben, aber die grosse Liebe, so ein bisschen Herzstück, war immer Radio gewesen. Ich habe 15 Jahre moderiert, also primär im Studio gestanden, am Mikrofon, wenn das rote Lämpchen geleuchtet hat. Davon 8 Jahre national gesendet bei SRF. Also ich komme aus dem Journalismus raus und nebenbei habe ich aber immer Kommunikationstrainings geleitet, ursprünglich für den Bund. Also ich habe so Dienst geleistet mit Mikrofon und Kamera statt mit Sturmgewehr und Helm. Und das hat mir dann ermöglicht, in der Privatwirtschaft auf Fuß zu fassen. Und ich mache das seit 11 Jahren und seit 6 Jahren selbstständig. Und da sind wir mit einem Team spezialisiert auf Kommunikationstrainings. Das heisst, Leute fit machen, wie sie das Publikum anstehen, Rhetorik, Auftrittskompetenz. Dann klassisches Medientraining, wo wir gerade letztes Jahr fit gemacht haben für eine SRF-Sendung. Und Moderationstraining, wo wir Leute fit machen. Schon auch für im Fernsehstudio, Radiostudio, aber primär dann einfach auf der Bühne selber. Ja, also Leute genau. Fit machen, dass sie gut ankommen. Richtig. Im Publikum raus. Richtig. Das ist so das eine Team und mit dem anderen Team machen wir Social Media Ausbildung. Geht ja grundsätzlich in die gleiche Richtung. Es geht um Außenwirkung. Genau. Jetzt hast du gesagt, eigentlich schon seit ein Haufen Jahren in dieser Branche tätig, nach außen zu kommunizieren. Mhm. Woher die Motivation? Weil im Rampenlicht, natürlich beim Radio dazu mal wahrscheinlich noch nicht ganz so viel mit Video. Mhm. Aber woher die Motivation, nach außen zu kommunizieren? Für mich selber? Ja, für dich selber, ja. Gute Frage. Die primäre Motivation ist nicht, dass ich mich selber kann gegen aussen zeigen. Die primäre Motivation ist wirklich, dass ich unsere Kunden fit mache, zusammen mit meinen zwei Teams, dass sie gegen aussen gut darstellen. Und das ist einfach mega cool, weil es ist ein Handwerk. Vieles ist Learning by Doing, darum ist jedes Training bei uns maßgeschneidert. Und gerade wenn wir jetzt jemanden fit machen, beispielsweise für die Arena am Freitagabend, und du siehst dann nachher im Stream, hey, yes, es sitzt richtig gut, genau das haben wir geübt, dann ist das ultimativ cool und das ist so die Motivation. Also wirklich will jetzt performen draussen. Genau. Jetzt genau. Hast du sicher in diesen Jahren gewisse Entwicklung auch durchgemacht. Mhm. Weil das erste Mal, als du vor diesem Mikrofon gestanden bist, war ich nervös. Also ich nehme mal an, das war da beim ersten Digitalk auch so gewesen. Also die ersten zwei, drei bin ich sehr nervös gewesen. Irgendwann kommt die Routine rein, aber wie hat sich das entwickelt? Also wie bist du von dazu mal bis heute? Also was ist das für ein Weg, den du durchgemacht hast, auch für dich persönlich? Vom optischen Zittern zur optischen Ruhe. Manchmal ist das Herzklopfen noch da. Aber ich weiss noch gut, mal die allererste Radiosendung bei einem kleinen Sender. Und meine Hände haben wirklich, also die haben zittert. Und ich habe auf gut Deutsch, muss es so direkt sagen, ich habe es voll verkackt. Es sind Signet und Stimme und der Nachrichtenredakteur, alles ist gleichzeitig aus. Es war ganz schlimm gewesen. Und mit der Zeit, wenn du natürlich weißt, es funktioniert, dann kommt eine gewisse Ruhe, eine Routine. Das ist ganz wichtig, dass die Ruhe kommt, der Puls kommt runter. Gleichzeitig ist die Routine aber auch eine Gefahr, weil man tut sich dann mit der Zeit nicht mehr neu erfinden. Das war mir immer wichtig, dass ich kreativ bleibe und mich neu erfinde. Und ein Stück weit war es bei dem Kommunikationstraining gleich, als ich das erste Mal in der Privatwirtschaft noch bei einer anderen bekannten Zürcher Agentur den ersten Auftrag hatte. Da war ich nervös, unglaublich natürlich. Und mit der Zeit kommt dort auch die Ruhe. Routine. Also dann würdest du sagen, grundsätzlich ist auch eine Präsenz nach außen einfach eine Übungssache. Es ist in dem Sinne eine Routine-Übungssache, wo man einfach immer wieder machen muss und dann funktioniert es irgendwann schon. Ja, ich finde, es sind drei Teile. Teil 1 ist genau das, es ist Übungssache. Je mehr dass man das macht, wie wenn du mega joggen gehst, bist du auch schneller.
Also je mehr das machst in der Praxis, desto besser. Dann finde ich auch natürlich das Training, die Ausbildung dazu. Und im Endeffekt, wie bei allem, ein Stück weit ein bisschen Talent. Also ich finde jemanden, der gar keine Auftrittskompetenz hat. Ich bin nicht der Fan von Schulnoten. Aber wenn einer bei uns im Trainingsraum läuft mit einem Zweier am Morgen früh und er läuft mit einem Vierer raus, hat er sich massiv entwickelt. Wenn ein Mediensprecher bei uns ist, dann muss ich nicht mehr erklären, wie der Bär tanzt. Er kommt mit einem 5,5er rein und geht mit einem bis 6er raus. Dann hat sich die Person auch mega entwickelt. Das finde ich noch wichtig, einfach auch eben den Praxisbezug üben, Training und natürlich ein Stück weit auch Freude an den Talent haben. Jetzt hast du eben gerade die drei Punkte aufgezählt und der mittlere Punkt, das Training, das ist ja da, wo du auch mit deiner Firma tätig bist. Wenn du jetzt mal aus dem Nähkästchen bist, was sind so die schlimmsten Sachen, die du gesehen hast oder irgendwo denkst, nein, also da gibt es gar nichts. Und wie haben wir dann vielleicht am Schluss gleich einen Erfolg angebracht? Das ist eine gute Frage, weil es ist nachher superlativ gefragt. Das ist immer spannend für das Publikum und schwierig für den Protagonist. Muss jetzt gerade überlegen, jemand, der wirklich mal etwas schlecht war. Ich komme aktuell so nicht ein Beispiel in den Sinn. Ich merke einfach, dass es Leute gibt, und zwar manchmal bis ganz zu im Management, die einfach sehr nervös sind. Und die musst du einfach anders nehmen. Du musst ein bisschen säuferlich an die ganze Geschichte an, als jemand, der gestanden da reinläuft im Trainingsraum und dann machst du mal bumm und läufst los. Das ist einfach einer, den ich noch sehr gut weiss. Das haben wir sehr selten zum Glück. Die meisten kommen ja freiwillig und die wollen ja dann. Ja. Also ich höre mit der Ambition, ich will mich entwickeln. Das ist sicher auch eine ganz wichtige Geschichte, Motivation dahinter. Absolut. Also, absolut. Will ich etwas machen oder muss ich es machen? Genau. Und einer, den wir gerade hatten, müssen, das war der Stefan vom CEO. Eines meiner ersten Trainings, wo ich sowieso innerlich noch ein bisschen nervös war. Und der ist dann halt von einem grossen Finanzinstitut. Top-Manager. Ich dort um die 30. Und der ist mit der Attitüde gekommen, mal 3/4 Stunde spät. Was willst jetzt du, junger Schnufe, mir zeigen? Und das ist noch eine schwierige Situation. Und dann zusammen mit dem Kameramann haben wir einfach sofort die Übung gemacht. In der Luft verrissen im Feedback. Und das vergisst ich nie mehr, wie der Mann vorgerutscht ist und Bündchen, wo du gemerkt hast, er kann schon etwas lernen. Also das ist eine Erinnerung, die da geblieben ist. Genau, genau. Hast du andere Sachen, wo du sagst, das ist mir so geblieben, wo du sagst, das ist ein Erfolg, vielleicht musst du jetzt nicht nennen, ich weiss, das ist natürlich in dieser Branche auch immer ein Ding, aber du sagst, mal da haben wir mal wirklich etwas angebracht, wo aussen auch Wirkung hat. Ja, klar. Also wenn wir jemanden fit machen für eine Arena oder vielleicht auch für ein Regionaljournal im Radio und dann siehst und hörst die Leute und merkst so, hey, die Botschaften, die wir trainiert haben, die Argumentationsketten, die verheben einfach eins zu eins und das ist richtig gut. Und die Leute entwickeln sich, das ist ja wie ein Stegeli, ein Erfolgsstegeli, das immer weiter hochgeht und nie aufhört. Das ist schon richtig toll. Was mich auch immer freut, ist, wenn ein Politiker vielleicht sogar als Außenseiter gewählt wird. Ich tue mir nicht zu viel darauf einbilden. Kommunikation ist wichtig, aber es ist nicht alles in der Politik. Und da haben wir auch mal einen Außenseiter für die Gemeinderatswahl fit gemacht. Und der ist dann Gemeindepräsident geworden. Oder letztes Mal bei den nationalen Wahlen ein Außenseiter, der kandidiert hat für den Ständerat und hat es dann tatsächlich geschafft im zweiten Wahlgang. Das ist ja richtig cool. Dann. Jetzt könnte man sich noch überlegen, wer ist denn an der letzten Ständeratswahl Außenseiter gewesen. Dann könnte man vielleicht noch schließen. Gibt es ja nicht Nummer 1, das ist noch gut, sonst hätte ich keine Ahnung gemacht. Ja, du sagst es natürlich. Kommunikation ist wichtig, wie man draußen nachkommt, aber es braucht natürlich in jedem Geschäft, in jedem Bereich natürlich ganz viel verschiedene Facetten. Das hat verschiedene Facetten. Jetzt bist du auch noch Dozent, also du tust noch gerne unterrichten. Ich meine, auch da drin, neben dem Finanziellen, wird sehr eine grosse intrinsische Motivation drin liegen, den Leuten das mitgeben, das merkt man auch. Wo holst du die Motivation oder den Ausgleich? Also wo holst du die Kraft fürs Schaffen? Jetzt kannst du sagen, ja, das Schaffen gibt mir die Kraft, natürlich, das ist bei vielen so. Aber du hast ja sicher auch irgendwo einen Ausgleich, wo du sagst, da gibt mir wieder mehr. Für den Job selber ist einfach der Job, das tönt jetzt mega nach Plattitüde, das ist mir bewusst, aber es ist eben nicht ein Beruf, es ist wirklich eine Berufung.
Und der Werdegang über den Journalismus, eben kurz Fernsehen, kurz Print, vor allem gross Radio und bei SRF mit Social Media ständig verbunden. Das ist so spannend, weil es so schnelllebig ist und es passiert immer etwas Neues. Und du musst dich selber zwingen, am Ball zu bleiben. Geht dir wahrscheinlich ähnlich, gerade in den sozialen Medien. Das ist ja so, ja. Und dann, ja, das finde ich schon extrem spannend. Also man lernt, ich lerne jedes Mal, bei jedem Training lerne ich selber wieder etwas. Manchmal sind es nur ganz kleine Nuancen. Und manchmal sind es wieder größere Geschichten. Und das finde ich schon richtig toll. Man hat einfach nie ausgelernt und es geht immer weiter. Ich finde darum auch, der beste Trainer kann immer noch besser werden. Das ist so die Haltung, die ich pflege, wenn ich mit meinen Leuten zusammen arbeite. Also die Suche nach Perfektion. Ja, genau. Ist manchmal vielleicht auch ein bisschen eine Hürde. Weil man ist nie so richtig zufrieden. So ganz. Weil man immer findet, dort könnte man etwas schreiben, dort noch etwas besser machen. Herum, dann ist es auch ein eigener Erfolgssteiger natürlich im Endeffekt. Das ist natürlich schon so. Also, wenn ich glaube, ein Unternehmer oder jemand, der unternehmerisch tätig ist, der kann gar nie selber zufrieden sein. Weil das geht in dem Fall schon auch so. Ja, das ist ja so. Also, wir haben es vor wir angefangen aufnehmen, davon gehabt, über die eigene Leistung, über das eigene Social Media. Man ist nie zufrieden. Ich glaube, es ist aber dann auch wichtig, dass man es immer wieder mal in Relation auch setzt. Dass man sich eben nicht zu viel Druck macht und einfach alles nur schlecht redet. Ich glaube, eine gewisse Positivität und ein gewisser Stolz muss auch sein oder eine Zufriedenheit. Dass man sagt, ja, mal, im Grundsatz machen wir ja etwas, im Grundsatz sind wir dran. Aber die Suche nach Perfektion, die ist schon da. Also immer wieder das Zusätzliche machen, das ist der Unternehmer, der einfach sagt, ja, ich will noch etwas besser werden. Was aber super ist, weil das ist ja der Antrieb, der Motor, der immer am Laufen ist und du das wirst immer besser. Und im Endeffekt finde ich, man merkt es einfach auch bei den Kunden. Auch das tönt ein bisschen nach Plattitüde, aber es ist echt ein tolles Gefühl, wenn ein Kunde oder vielleicht eine kleine Gruppe aus dem Raum rausläuft bei uns und die Studioskiwerfer ausgehen nach dem Medientraining. Und jetzt ist es halt mit der Faust oder mit dem Ellenbogen. Früher war es eine Handschüttelung vor Corona. Wenn sich die Leute einfach herzhaft bedanken, dass sie sich extrem entwickelt haben, das finde ich ist extrem schön. Ja, ich meine, das ist ja im Grundsatz so der Antrieb der Menschen, glaube ich. Einfach so, ja. Und du hast jetzt gesagt, so das Danke, das Strahlen in den Augen oder so. Das kenne ich auch, wenn ein Kunde am Schluss zufrieden ist. Oder, ich habe mal noch ein Disco gehabt, hier zu Buchs, einen Club, so vor eineinhalb Jahren. Das war so ein Hobby, das ich immer mal machen wollte. Ich bin dazu mal auch dran gegangen und habe gesagt, ich will nicht das grosse Geld für dich, ich mag die Leute begeistern. Mhm. Leute, dass am Schluss die Leute rausgehen. Und ich glaube, das ist immer eine Eigenschaft auf dem Unternehmer. Er will Leute begeistern. Mhm. Und es gibt den meisten Unternehmern mehr als rein die finanzielle Dinge. Es gibt dann irgendwo so einen Sinn vom Leben. Aber wir werden jetzt noch nicht abschweifen, was ist der Sinn vom Leben. Aber ich glaube schon. Grosse Frage. Die grosse Frage, ja. Aber ich glaube einfach so, ja, Freude haben, wenn jemand am Schluss glücklich ist oder zufrieden rausläuft. Das ist absolut. Natürlich stellst du nachher die Rechnung, das muss ja auch sein. Du musst ja die Räume zahlen, du musst die Kamera zahlen, du zahlst Mitarbeiter, du zahlst dich selber. Aber es ist nie der Motor, bei mir nicht. Es ist wirklich Freude an der Sache. Ja, also das würde ich unterschreiben. Ich glaube, das ist bei vielen Unternehmern, vielleicht Manager was anderes, aber bei den Unternehmern ist das sicher sehr viel der Fall. Ich würde gerne ein bisschen über das Thema reden, Social Media, weil es natürlich da auch Berührungspunkte gibt von deiner Firma, von deiner Tätigkeit und mit der DigiCube. Die letzten Monate haben einiges verändert. Wir reden jetzt nicht über, ob es was gut und schlecht und so weiter. Aber es hat sich etwas verändert in der Gesellschaft. Hast du Auswirkungen gesehen im Social Media Bereich, wo du sagst, hey, look, Social Media hat noch mehr an Relevanz gewonnen? Ich sehe es vor allem einfach in der Bubble, wo ich mich bewege, als Trainer, als Kommunikationstrainer, Social-Media-Trainer. Es gibt einfach viel mehr Leute, die das Angebot online stellen. Ob sie es dann gut machen oder schlecht, ist wieder eine andere Frage. Aber ich habe schon extrem häufig nehme ich wahr, dass jetzt jeder probiert, irgendwie da etwas zu machen. Ob dann die Nutzung auch so massiv hochgeht vom Nutzer selber, also vom User. Bei meiner Zielgruppe sei das dahingestellt, weil meine Zielgruppe ist top-down vom Management und die haben gerade in der Krise haben die natürlich anders zu tun. Also auf LinkedIn nur klicken. Also darum tue ich das ein Stück für mich selber einfach auch schon relativieren.
Aber ich denke, im Endeffekt Social Media, die Wichtigkeit nimmt ja so immer mehr zu. Also die Zahlen, die nackten Zahlen, wenn du auf die Deutschschweiz runtergebrochen, das geht ja klar, geht gut von der Nutzung. Und wenn man es ja dann vergleicht auch mit den klassischen Medien, wo es ja eher runtergeht, bin ich überzeugt, die Gegenwart und Zukunft gehört Social Media. Ist es aber nicht eine riesige Herausforderung auch für jemanden, der heute mit Social Media anfängt? Das heißt, da dann auch die Attention bekommen. Ich meine, jeder träumt von Tausenden von Likes und einer Reichweite von weiss nicht was. Aber seien wir mal ehrlich, am Ende von der Geschichte erreichen wir nicht so viele Leute, wie wir ein ernstes Gefühl haben. Und auch wenn dort in einem LinkedIn-Post steht, wir haben 3000 Leute erreicht, dann ist das einfach bei 3000 Leuten auf dem, kurz schnell auf dem Screen durchscrollen. Ich kenne sie selber. Scrollen. Ah, okay, dann können wir mal noch schnell anschauen. Ist das nicht eine riesige Herausforderung? Und mit dieser Tendenz, wenn du immer mehr drauf gehen, dass es einfach immer schwieriger wird, die Leute auch erreichen? Klar. Ich finde, Reichweite ist einfach nur ein Ziel, ein mögliches Ziel. Persönlich ist mir das jetzt nicht so wichtig für mein Klientel, für meine Zielgruppe. Ich erreiche lieber 50 richtige Leute, anstatt 5000 irgendwelche. Also ich sehe das immer so ein bisschen relativ mit diesen Klickzahlen im Endeffekt. Also ich sehe es, wenn ich ein Video publiziere auf LinkedIn, das ist mein primärer Kanal als Business-Tool. Sekundär vielleicht noch Xing, aber primär LinkedIn. Und dort erreiche ich nicht Tausende von Leuten. Dort erreiche ich ein paar Hundert oder vielleicht mit einem Post mal 30. Aber wenn ich von diesen 30 drei finde, hey, ich brauche wirklich ein Medientraining, dann hat es sich gelohnt. Und wenn ich auf Facebook 3000 erreiche und keiner bucht etwas, dann ist das eigentlich nicht so relevant. Gib dir völlig recht, die Heilung nicht unbedingt nur auf die Reichweite auswählen. Einfach, dass es immer ein Kampf um Attention ist. Und je mehr Leute natürlich auf einen Kanal springen, desto herausfordernder wird es auch. Desto qualitativer muss eigentlich auch der Content werden. Mhm. Und wir haben es auch vorher im Gespräch diskutiert, qualitativer Content kostet Zeit. Definitiv. Und, das ist eine grosse Herausforderung. Ja, ich glaube, das ist eine grosse Herausforderung, wo investiere ich meine Zeit. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, Social Media ist sehr, sehr wichtig, aber eben für viele vielleicht eben gar nicht der wichtigste Kanal. Mhm. Sondern es ist immer ein Mix abzuwägen, wo ist meine Zielgruppe. Du hast es erwähnt, wo erreiche ich meine Zielgruppe. Mhm. Ich bin auch der Meinung, Social Media hat nochmal an Relevanz gewonnen, sicher mal im Mindset der Leute. Mhm. Aber ich bin auch bei vielen der Meinung, viele haben Social Media auch noch nicht verstanden. Mhm. Es ist nicht einfach nur nach außen pushen, schnell jede Woche drei Fotos posten und das. Der Spaghetti-Teiler und das Büsi zuhause. Ja, das ist vielleicht so der private Teil. Genau. Aber auch sonst bei Unternehmen. Ich bin einfach der Meinung, es hat noch so viel Potenzial. Und du hast es vorher gesagt, die Identifikation von der Zielgruppe und die mit der Qualität anzusprechen. Ich glaube, da ist noch sehr viel möglich. Und vor allem auch für Unternehmen, wie jetzt du hast oder auch wir sehen, da die Leute auch an die Hand nehmen. Mhm. Und dann geht es am Schluss wieder ums Gleiche. Die Leute auf den richtigen Weg bringen. Mhm. Da finde ich einfach auch langfristige Zusammenarbeit wichtig mit Kunden. Und ich finde, das basiert das Fundament von dem Haus, wo man dann draufsteht miteinander, ist immer die Ehrlichkeit und Transparenz. Und da finde ich eben auch wichtig, zum Beispiel im KMU-Betrieb, dass man dann vielleicht nicht sagt, hey, du brauchst jetzt 20 Clips und das kostet dich 80'000 Schweizer Franken. Das wäre noch schön. Wäre noch schön, 20 gell? Clips hätte ich 80'000 verlangen. Okay, du bist Messer-F, dann muss Nein, aber du weißt, was ich meine. Das heide Geld ausgeben, 20 Clips, und am Schluss sind die aber nicht zielführend. Sondern ich finde, manchmal sind auch die kleinen Sachen sind genauso zielführend. Oder was ich jetzt unseren Kunden immer sage, auch bei einer Zusammenarbeit, wenn die Coachings und Trainings anfangen, auch zu sagen, es ist genau gleich legitim, wenn man merkt, wenn der Kunde selber merkt, hey, das brauchen wir nicht. Machen wir es nicht? Oder wir haben die Manpower, die Ressourcen gar nicht. Und dann ist das genau gleich legitim. Das finde ich wichtig in der heutigen Zeit mit Social Media, dass es einfach ein bewusster Entscheid ist. Ja, extrem. Weil, du hast gerade gesagt, Zeit ist ein rares Gut. Also, es ist das einzige rarste Gut, das es gibt. Weil du kannst deine Zeit nur für etwas investieren und in zwei Sachen gleichzeitig machen. Und, ich glaube einfach, dass sich viele eben nicht bewusst sind, wie viel Zeit es auch braucht. Ja. Und eine gewisse illusorische Vorstellung haben von dem, was Social Media auch ist. Und darum bin ich in der Meinung, lieber weniger, dafür
gut. Und dafür gut, ne? Ja. Das sehe ich schon auch so, weil ich glaube, es gibt immer noch bei vielen Leuten ist die Gratis-Mentalität. Ich habe gratis in 3 Minuten habe ich einen Instagram-Account und dann kann ich gratis ein Foto selber anjassen. Ja, es ist halt eine Disziplin wie jeder andere Job. Du musst wissen, wie es funktioniert. Jetzt hast du gesagt, ihr seid seit etwa 3 Jahren in diesem Bereich tätig. Was hat sich bei euch wirklich so, wenn du die Anfangszeit zurückschaust und jetzt verändert in diesem Bereich? Weil ich glaube, es hat sich viel verändert in diesen 3 Jahren. Also Kommunikationstraining selbstständig ist ja seit 7, Social Media jetzt dann 3 und in diesen 3 Jahren. Ja, es ist einfach, du musst immer à jour bleiben, aber wie früher noch. Das ist mit den Nutzungszahlen, wie verändert sich die Formate, was gibt es für neue Kanäle, welche kommen, welche verschwinden. Es ist einfach sehr schnelllebig und durch das, ich finde, das ist auch die grosse Herausforderung, nebst dem Alltagbetrieb und dann hast du ja als Selbstständiger, hast ja noch Administration und Büros, kommt ja ein riesen Haufen dazu. Ich finde, es wird einfach immer noch mehr und schneller. Was wir persönlich sehr merken, dass bei uns vor allem Englisch gut zieht. Also wir machen eine Ausbildung auf Englisch. Ja. Und das kommt halt immer mehr. Gerade so im Bildungsbereich, das ist noch spannend. Also wir leben ja primär über Empfehlung zu 80% und der Rest über Google. Und da sind wir gerade im Forschungsbildungsbereich, der halt international ist, auch für Social Media. Das kommt immer mehr zum Laufen. Das ist noch interessant, dass auch Leute, Forscher, klassische Wissenschaftler, plötzlich realisiert, hey, das hat ja Potenzial, das Social Media. Da kann ich meine Forschung daraus zeigen. Das war früher noch anders. Du bist mehr so im Labor mit dem weißen Kittel, der Schutzbrille und hast irgendetwas rumgetüftelt. Du bist in einer Welt und außen dran von dem Labor hat es niemand interessiert. Hat der gemeint. Und jetzt kommt wirklich so ein bisschen die Umkehrdenken. Ich finde, das hat sich verändert in den letzten Jahren. Ich glaube auch. Also, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Das ist die Geschwindigkeit einfach vom immer Neueren. Wie schnell dass man auf einem Kanal erfolgreich sein kann, aber wieder nachher eben nicht mehr erfolgreich sein. Und einfach die Visibilität von ganz unterschiedlichen Sachen, die man vorher nicht gedacht hat, kann auf Social Media erfolgreich sein. Ich meine, die ganze Streamer-Community in unterschiedlichsten Bereichen, ich meine, es hat irgendwo ein bisschen angefangen mit den Kosmetikern, geht weiter zum Gaming heute, wo extrem gross ist. Und ich glaube, da ist extrem viel passiert in den letzten 3, vielleicht auch 5 Jahren, wo wir auch sehen, die Visibilität von Sachen, die vielleicht zuerst keine Relevanz hatten. Und sich dort aber dann auch zu positionieren und herauszufinden, was wollen die Leute wirklich sehen. Also das ist so, ich sage jetzt im Business-Bereich, aber vielleicht auch ein bisschen im privaten Bereich, wo ich einfach sehe, es gibt extrem viele Möglichkeiten und grundsätzlich ist alles schon mal da gewesen. Man muss sich wieder neu erfinden und schauen, was kommuniziere ich nach außen. Finde ich, hat sich extrem gewandelt in den letzten 3 bis 5 Jahren. Wo einfach mal, ja, ich poste einfach nach außen, weil okay, aber da könnte jetzt eigentlich auch noch für die kleinen Gruppen interessant sein. Und mit dieser kleinen Gruppe kann ich gleich auch Geld verdienen. Absolut, das sehe ich genau gleich. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, und ich sage bewusst vielleicht, weil ich weiss es schlichtweg nicht im Endeffekt, aber ich stelle mir vor, es hat auch mit einem zumindest halben Generationenwechsel zu tun, auch einer Chefetage, der Teppichetage von einem KMU-Betrieb beispielsweise, Leute, die ihr als Kunden habt, Leute, die wir als Kunden haben, die halt vor 10, 15 Jahren, was ist denn das Social Media? Und das ist ja nichts Richtiges, das hat ja kein Potenzial, wo halt die nächste Generation jetzt in die Führungsetage gekommen ist, ein Stück weit mit Social Media aufgewachsen ist und einfach weiss, ganz bewusst, hey, das ist wichtig. Und es bietet vor allem grosse Chancen, wenn man weiss, wie es geht. Das ist ja so. Mich würde natürlich noch wundern, ein bisschen den Zukunftsausblick auch. Ich meine, du bist in der Kommunikationsbranche tätig. Sehr physische Sache oder One-to-One. Jetzt haben wir in den letzten Monaten gesehen, dass das physisch und nicht im Ganzen so Trend ist, gezwungenermaßen. Du hast ja gesagt, sehr viele Coachings online mittlerweile. Wohin geht der Trend? Werden wir den Trend auch nachhaltig spüren? Oder ist Ende 2021, irgendwo um 2022, sagen alle wieder, ja gut, das Online, das haben wir jetzt gehabt? Oder was ist deine persönliche Meinung dazu? Die Frage, die habe ich jetzt in den letzten Monaten, glaube ich, schon 1000 Mal gestellt. Aber ich will gar nicht der Einzige. Ja, genau, es ist an der Blick in Kristallkugeln. Und von dem her ist es auch ein Stück weit mit Hoffnung verbunden.
Ich hoffe, dass man die Pandemie in den Griff kriegt, ob jetzt Impfung oder nicht. Ja, dass ein Stück weit eine neue Normalität zurückkommt. Ich finde Präsenzunterricht bei einem Medientraining oder bei einem Rhetoriktraining oder auch Social Media Training, das ist immer das Beste. Wir haben jetzt aber auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit sogenannten Webinaren, auch Einzelcoaching. Du bist einfach nicht gleich schnell. Also wenn wir einen Tag Einzeltraining haben, beispielsweise bei uns im Trainingsraum oder vielleicht beim Kunden selber oder in so einem Seminarhotel, dann kommst du natürlich schon einfach mal weiter und du spürst die Leute auch anders. Das ist auch jetzt in dem Moment so. Wir haben im Vorfeld auch noch miteinander abgesprochen, sollen wir das online machen oder nicht. Schön, dass ich Gast sein darf hier in Buchs. Ich bin gerne hier hingereist, weil es ist einfach noch ein anderes Gespür. Und ich finde gerade im Ausbildungsbereich und auch mit Leuten zusammenarbeiten, das kannst du nicht ersetzen über ein Webinar. Und trotzdem kannst du viel machen. Und wenn jetzt jemand in den Stamm kommt, beispielsweise, der genau weiss, wie er in den Medien auftreten muss, der braucht dann vielleicht nur noch einen Feinschliff für die Arena am Freitagabend bei SRF. Der muss jetzt nicht extra von Genf auf Zürich kommen oder mir auf Genf für noch schnell eine Stunde Feinschliff oder zwei Stunden. Das kannst du jetzt wirklich online machen. Also ich finde es online ist eine super Ergänzung, die sich jetzt total etabliert hat. Aus meiner Sicht bleibt es aber eine Ergänzung. Wünschenswert fände ich Präsenzunterricht. Und ich sage wünschenswert. Wir wissen es ja nicht, wie es kommt. Ich hoffe wirklich für uns alle, dass die Normalität einfach bald mal zurückkommt. Ich glaube, das hofft jeder. Ich glaube, das ist jeder, der sagt, dass es so cool ist. Ja. Nein, glaube ich nicht. Aber einfach, wir müssen einfach mit der Realität umgehen und das Beste machen und hoffentlich wieder bald mehr Planungssicherheit. Wie ist denn das bei euch? Machen die jetzt auch mehr online? Wir haben... Nein, es ist auch da. Beratung ist einfach besser und zielführender vor Ort, wenn man den Kunden abholen kann. Man hat ganz andere Einflussfaktoren, die man wahrnehmen kann, also rein über die Kamera. Und man kann Sachen zeigen auf dem Tisch. Also natürlich, bei uns lebt der Berater von dem, dass er mit dem Kunden interagieren kann. Und das ist einfach, es geht über online, aber es ist einfach viel, viel zielführender, schneller, auch, wie du gesagt hast. Und wahrscheinlich auch ein bisschen verständlicher, wenn du das vor Ort kannst machen. Und du kannst das Gegenüber auch mitnehmen. Du kannst ihn packen. Und das ist sicher schwieriger im Online-Bereich. Ich bin aber auch der Meinung, so wie du gesagt hast, dass es als ergänzender Kanal sehr viele Vorteile bietet. Ich glaube, jetzt gerade so im Informationsvermittlungsbereich, in der Schnelligkeit, von schnell etwas kommunizieren mit dem Kunden, das wird etwas sein, das wahrscheinlich nachhaltig wird bleiben und auch Vorteile bietet. Aber ich glaube auch, der Mensch ist ein geselliges Tier und wird interagieren. Also, und darum glaube ich, Detail wird wieder zurückkommen. Du spürst die Leute einfach anders. Ja. Ich sage unseren Kunden immer beim ersten Training, unser Job ist, den roten Teppich ausrollen. Drüber laufen müssen wir selber. Aber du musst ja auch spüren, in welchem Tempo laufen sie drüber. Da gibt es einen Fall, dem roten Teppich, wo es stolpert. Sprich, vor Ort, du spürst es einfach besser. Ich bin sehr pragmatisch unterwegs. Vieles ist Handwerk. Aber das Gespür, das Zwischenmenschliche, das hast du einfach beim Präsenzunterricht viel, viel besser. Ja, ist so. Und darum glaube ich, der Teil wird wieder zurückkommen, aber ich glaube, es hat eine größere Sensibilität, hat die ganze digitale Geschichte bekommen durch die Sache. Und das muss ja nicht schlecht sein. Es bietet da wieder Chancen. Ich glaube, für deine Branche, für unseren Teil, bietet es immer auch wieder Chancen. Darum schaut da optimistisch in die Zukunft. Und ich glaube, mittlerweile weiss man, es ist so, wie es ist. Muss sich damit abfinden. Ich glaube, sich immer noch daran aufzureiben, dass jetzt das so ist, ist nicht zielführend, weil man kommt in eine negative Stimmung hinein, wo ich glaube, als Unternehmer einfach auch kontraproduktiv, oder man sucht sie als Unternehmer gar nicht. Nein, negativ, genau. Sondern man sagt sich, ja, okay, gut, jetzt muss es wieder weitergehen. Man hat logisch am Anfang einen Dämpfer bekommen. Ich glaube, da ist jedem so gegangen, dass jeder mal so, wow, nein, was machen wir jetzt? Und Existenzängste und so weiter, ja. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, ja, jetzt ist es so und jetzt muss es wieder positiv sein. Das ist wie das. Ja. Oder ist das Glas halb leer oder ist es halb voll? Bei mir jetzt da gerade ist halb leer. Aber sonst von der Ambition als Unternehmer, als Kommunikationstrainer immer halb voll. Ich sehe auch immer wieder neue Chancen.
Das ist wichtig. Wir machen beispielsweise erst seit ein paar Wochen, seit ein paar Monaten, aber recht intensiv immer mehr Training mit Kader. Wie leite ich beispielsweise ein Webinar? Wie leite ich eine Online-Konferenz? Riese Chance, das hat es vorher nicht gegeben. Jetzt entsteht eine neue andere Kommunikation. Das ist dann wieder extrem spannend. Ja. Und da geht es ja nicht nur darum, wie tue ich Zoom oder Teams oder welchen Kanal auch immer, welches Tool, wie funktioniert, sondern wie sehe ich dort aus, was brauche ich für Equipment, wie bin ich moderativ. Ich finde, eine Sitzung tust du anders starten, online, wenn du vergleichst mit dem Sitzungszimmer, wo alle um den runden Tisch sind. Natürlich. Das sind einfach andere Kommunikationsfähigkeiten gefragt. Das ist spannend, finde ich. Ja, das ist spannend auf jeden Fall. Also, ich glaube, das habe ich ganz am Anfang mal gesagt. Ich finde es extrem spannend, die ganze Geschichte. Vielleicht müsste sie nicht ganz so spannend sein in vielen Branchen, aber spannend ist es, weil und es macht uns auch wieder erfinderisch. Du hast ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, die Ruhelosigkeit rast immer besser werden. Ich glaube, das braucht es. Jeder hat eine intrinsische Motivation, die muss man auch in dieser Krise, in diesem Ding packen. Und dann gibt es eben wieder Möglichkeiten, wo man heute vielleicht noch gar nicht sieht. Und das macht das Ganze aus. Und da bin ich auch überzeugt, eine gute Bude, gute Leute, die überleben zwar wirtschaftlich. Natürlich ist es völlig branchenabhängig. Also Gastrobranche, Eventbranche, das ist mir völlig bewusst, wie bitter das ist. Es gibt Branchen, dort gibt es fast keinen Einfluss, die aktuelle Pandemie. Aber gerade aus dem Trainings-Coaching-Bereich, da bin ich überzeugt, die Guten. Die nutzen die Chance und finden den Weg. Ja. Von dem her drücke ich schon mal den Daumen. Wir sind schon fast am Ende dieser Halbstunde. Wir haben es gestern ein bisschen überzogen. Mich würde noch wundern, zum Abschluss, wir haben persönlich angefangen. Ich würde gerne persönlich abschliessen. Du bist in einer sehr kommunikativen Branche, Radio und so weiter. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, was würdest du gerne mal noch machen? Wozu sagst du, da wäre jetzt mal noch etwas, wo ich sage, in den Teil würde ich gerne rein. Was ich spannend fände, aber ich mache es aus zeitlichen Gründen nicht, wäre Ausbildung als Kameramann. Fände ich schon noch spannend. Also das bewegte Bild, das finde ich, da gibt es so viel Wissen, das ich dort noch nicht habe. Darum buche ich ja auch für unsere Trainings immer einen Kameramann. Ich muss das in dem Sinne aktuell gar nicht haben. Das Grundwissen habe ich schon. Aber wirklich das Wissen, wie filmst du einen coolen Beitrag fürs klassische Fernsehen, wo sind der Unterschied zu einem Webvideo, und das Webvideo, das ist nicht ein Social Video. Die Grundlagen, die kenne ich schon alle, aber da gibt es so viel, oder auch Fotografie, also das Bild, das finde ich ist extrem etwas Spannendes. Vom Ton zum Bild, zum Abschluss. vielen Dank, Marcel, dass Danke, du da gewesen bist. Ist sehr spannend gewesen. Für alle, die ein bisschen mehr wissen wollen, gehen doch auf LinkedIn anschreiben, gehen auf die Webseite. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Marcel, bist du da gewesen. Danke dir. Alles Gute. Danke.